Maurice Garin. Der Sieger der ersten Tour de France im Jahr 1903 war Maurice Garin. Und ihm ist eine Mitte Januar beginnende historische Questreihe gewidmet. Übrigens gewann er ein Jahr später auch die zweite Tour de France. Der Sieg wurde ihm jedoch wegen der Nutzung einer Abkürzung und der Eisenbahn dann abgesprochen. Skandale gibt es im Radrennsport bis heute. Manche Dinge ändern sich nie. Damals war es das erste Mal, dass ein Radrennen über derart viele Etappen ausgetragen wurde. Das Ganze diente dazu, ein Sportmagazin zu bewerben. Die 10 Aufgaben der historischen Questline folgen dem bekannten Schema und sind im Kommentar unter diesem Videoclip aufgeführt. Aufgabe 6 erfordert das Erkunden einer Provinz, Aufgabe 10 verlangt die Einnahme einer Provinz. Auf diese beiden sei ganz besonders hingewiesen, da je nach Spielentwicklung dies einiger Vorbereitung bedarf. Es gibt jeweils zufällige Belohnungen. Wenn alle Quests abgeschlossen sind, hat man neben einem Porträt Maurice Garins auch noch ein Kiosk gewonnen. Dieses ist nach dem Aviarium das zweite Eventgebäude aus einer Reihe barocker Gartengebäude. Auf einer 3x2 Grundfläche produziert es Münzen und, falls motiviert, täglich 5 Güter.